Was geht? Ihr seid auf YouTube. Wir sprechen hier natürlich passenderweise, denn das Spiel ist ja Real Madrid gegen City, über eine der beiden Mannschaften, über Real Madrid, und stellen eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Frage. Die Frage lautet: Wer waren die fünf wichtigsten Real Madrid-Spieler der letzten 10 Jahre? Also grob gesprochen ungefähr von der La Décima-Saison 13-14 bis heute. Und wir ranken die tatsächlich auch. Also wir machen Platz 5 bis 1 und das geht nach, also geht nach Wichtigkeit. Das heißt, der auf Platz 5 landet, ist der vermeintlich unwichtigste. Unwichtig in natürlich ich ganz, großen sagen, ganz großen Anführungszeichen in unserem persönlichen Ranking. Wir nennen jetzt mindestens 5 Spieler von Real Madrid und alle würde ich als extrem wichtig bezeichnen. Also ich fand es fast ein bisschen unfair, da dann am Ende ein Ranking zu erstellen. Ich bin ein großer Fan von Rankings, aber hier fühlt es sich schon irgendwie teilweise falsch an. Ja. Innerhalb dieser 5 gibt es auf jeden Fall harte Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall. Ich bin mir ganz sicher, dass ich eine andere Reihenfolge haben werde als ihr. Ja. Und ich glaube, aber ich glaube, dass so 4 Namen Übereinstimmung sein sollten, denke ich mal. Also 4 wäre ich auch überrascht, wenn nicht. Ja. Also 4 müssen es eigentlich sein. Der 5., den fand ich relativ offen. Da könnte man, glaube ich, viele Namen reinsetzen. Platz 5. Da bin ich mir, doch nicht mehr so. Ja, wir werden es erleben, Ich darf, darf übrigens nicht unter den Tisch gefallen, was es wie eine brillante Anmoderation war. Ja. Was geht, ihr seid auf YouTube. Ja, aber nochmal den Leuten sagen, wo sie gerade dieses Video gucken. Okay, wie machen wir denn? Wir machen also von 5 nach 1. Ja, ja, klar. Okay. Bye. Ja, okay. Du hast schon wieder nicht gerankt und warst gleich im Kopf, oder was? Nee, ich hab vorhin was aufgeschrieben. Der Spontan-Ranker. Ja. Ja. Doch, ich hab was, aber ich fange nicht an. Platz 5. Toni Kroos ist meine Nummer 5, weil er, und nochmal, jeder dieser Spieler hier ist eminent wichtig. Toni Kroos hat in seiner Zeit, die er mittlerweile in Madrid ist, das sind ja viele, viele Jahre inzwischen, 80% aller möglichen Ligaspiele gemacht und in 74% davon in der Startelf gestanden. Bei den 4 Champions-League-Siegen hat er in 43 von 52 Spielen in der Startelf gestanden, also 83% Startelf-Quote in der Königsklasse bei den Dingern, die Real gewonnen hat. Und ich glaube, er muss auf jeden Fall Teil dieser Top 5 sein. Ich dachte, dass ich hier mich rechtfertigen muss dafür, Toni Kroos so weit unten zu haben, weil ich ihn noch 4 habe. Aber da gehen wir Hand in Hand, weil ich finde auch, er ist enorm wichtig. Ja, aber meine Behauptung wäre, ich glaube, es ist leichter, einen Toni Kroos tatsächlich zu ersetzen. Nochmal, alle sind wichtig in diesen Top 5. Leichter, einen Toni Kroos zu ersetzen, als die, die bei mir jetzt noch danach kommen. Ich weiß nicht, ob er leichter zu ersetzen ist, aber ich würde trotzdem sagen, dass die Leute, die ich weiter vorne habe, einfach nochmal in ihrer Gesamtperson einflussreicher für Real Madrid waren in den Jahren. Meine 5 ist in meinen Augen nicht einflussreicher gewesen. Und wir haben mal über Toni Kroos in einem anderen Format geredet, im Wahlkampf, und haben über den einflussreichsten deutschen Nationalspieler geredet. Und weil du gerade einflussreich gesagt hast, Toni Kroos ist derjenige bei Real Madrid, der jetzt das, ich glaube, 12. Jahr in Folge die meisten Ballkontakte hat. Jede einzelne Saison. Das ist für mich Einfluss. Und jetzt haben wir auf meiner 5 Karim Benzema. Ich kann hier keine Argumente dafür finden, warum er nur auf der 5 ist und andere vor ihm sind. Und das wird ihm auch nicht gerecht. Karim Benzema ist amtierender Ballon d'Or-Sieger, Weltfußballer. Und hat sie letztes Jahr zu einem Champions-Titel getragen, der in meinen Augen etwas höher zu bewerten ist, sogar noch als die mit Cristiano, weil es eben eine Mannschaft, wo man das Gefühl hatte, die sind eigentlich über den Zenit, die sollten das nicht mehr gewinnen. Karim Benzema hat seit seiner Ankunft bei Real Madrid bis zum Abgang von Cristiano die zweite Geige gespielt und sich nie darüber beschwert und hat Zuarbeiterpflichten übernommen und hat dabei sein inzwischen bewiesenermaßen eindeutig unglaubliche Fähigkeiten einfach abgeschenkt, zu großen Teilen gesagt, ist okay, ich mache, was am besten fürs Team ist, meine 5 Karim Benzema. Meine auch. Aus einer ähnlichen Argumentation, ich habe ihn halt nur auf der 5, weil ich denke, dass in den ganzen Ronaldo-Jahren und auch, wo er im Schatten dann auch noch von dem Gareth Bale teilweise stand, dass auch er da fast ein bisschen austauschbar war, seit die beiden weg sind, nicht mehr. Aber ich finde, da ist er ja auch noch mal aufgeblüht, auch was die individuelle Leistung eben angeht. Aber die Jahre davor fand ich seine Wichtigkeit nicht ganz so entscheidend. Ich finde es halt so, er ist so krass geschluckt worden von den Zahlen von Ronaldo und Co., weil er einfach 6 Saisons gespielt bei Real Madrid mit über 20 Saisontoren in der Liga. Das ist ja auch super, super stark. Und ich finde halt, er hat fast, also ich finde, bei 2 Champions-League-Titeln war er halt der entscheidende Mann. Also letztes Jahr
Das war auf individueller Ebene eine der besten Champions-League-Kampagnen, die wir jemals vom Spieler gesehen haben. Kann man sogar vielleicht sogar für argumentieren, dass es vielleicht die beste war. Also er muss sich zumindest vor keinem verstecken. Zumindest die zumindest. Mit den größten Big-Game-Moments. Ja, was also, ja dann vielleicht also auch ein absolutes Argument dafür ist. Wie er reihenweise die K.O.-Spiele gefressen hat. Aber 17, 18 eben auch. Im Halbfinal-Rückspiel gegen die Bayern. 2 Tore gemacht und dann eben noch gegen Liverpool im Finale Karius Karriere beendet. Also einfach jemand, der dann auch diesen Killer-Instinkt, diesen Riecher hatte, um in den großen Momenten da zu sein. Aber darf ich dann davon ausgehen, dass er bei dir auf der 4 ist? Ja. Aber das Ding ist, wenn du jetzt sagst, ja, die Zahlen sahen ja eigentlich ganz gut aus, erwartet man das nicht von einem Mittelstürmer von Real Madrid, dass der zumindest seine 20 Buden macht, auch wenn Ronaldo und andere. Aber Nick hat ja nur gesagt, dass er in der Wahrnehmung ein bisschen schlecht weggekommen ist. Und das finde ich auch. Klar, weil er im Schatten stand. Ja. Er wurde teilweise massiv ausgepfiffen im Niemand hat über Karim Benzema vor 4 Jahren gesagt, das ist einer der besten 3 Stürmer der Welt. Und wahrscheinlich war das. Wahrscheinlich war das. Deine 4, deine 5, also Karim Benzema. Dann 5 Kroos, 4 Benzema. 4 Benzema. Bei mir und bei Krögi ist Toni Kroos auf der 4. Möchtest du noch einen Satz zu ihm sagen? Nee, habe ich ja eben schon, wie gesagt, unglaublich wichtig, Taktgeber. Entschuldige, dass ich gerade in die 5 übrigens. Ich dachte, du hättest es schon gesagt. Ich bin einfach vorgeprescht, habe meine gesagt, wie so ein Arschloch. Entschuldige bitte. Nee, ja, alles gut. Wie gesagt, aber bei Kroos auch hier ähnliches Argument wie bei Benzema. Für mich geht es dann auch bei Wichtigkeit so ein bisschen, wie sehr oder wie einfach kann so ein Spieler und der Spielertyp zu ersetzen sein. Und bei meinen Top 3 bin ich der Meinung, die sind einfach nicht 1:1 zu ersetzen gewesen. War das Deutsch? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Wir wissen, was du meinst. Ja. Und dann ist über die Platz 5 und 4, glaube ich, für den Moment alles gesagt. Und es würde mich doch jetzt sehr wundern, wenn die 3 nicht deckungsgleich ist bei allen. Mhm. Sollen wir es mal probieren mit einem 3-2-1er? Ja. Nacho Fernandes. Ja, machen wir. Machen wir einen 3-2-1er und dann sagen wir den dritten Platz. Okay. Also, 3-2-1, Luka Modric. Oh! Ja. Nein. Ich hätte nicht gesagt, noch nicht. Heb sie auf für deine 1. Ihr habt Sergio Ramos auf der 1. Ich dachte noch gar nichts dazu. Ich weiß jetzt nicht, warum man sich hier jetzt so künstlich echauffiert, aber. Das ist keine künstliche Echauffierung. Ich glaube, Niklas hat, glaube ich, eine Sache und die sehe ich ganz genauso. Also, Real Madrids allergrößte Stärke ist Mindset und Kultur. Winning Culture. Und kein Spieler in der Geschichte von Real Madrid in den letzten 20 Jahren hat diese DNA so sehr verkörpert und so sehr seine Mannschaftskameraden, man sagt im Englischen accountable gehalten, also so sehr dafür gesorgt, dass jeder Einzelne nach dieser Maxime lebt, wie Sergio Ramos. Und deshalb habe ich ihn auch höher. Ja, kann ich auch total nachvollziehen. Für mich das Hauptargument ist, also wir brauchen nicht darüber reden, dass der Vereinsikone ist, dass jeder Verteidiger, hat ja Rüdiger gerade auch in einem Interview gesagt, jeder Verteidiger bei Real muss sich jetzt mit Sergio Ramos messen lassen. Über 600 Spiele, alles schön und gut. Ich habe nur irgendwie so das Gefühl, Sergio Ramos ist gewechselt und die machen einfach da, wo sie aufgehört haben und gewinnen die Champions League. Ich fand die anderen beiden noch einen Ticken wichtiger in ihrer Rolle. Ich weiß, dass er über Jahre Kapitän war. Vorher war es Casillas und er ist halt auch nicht mehr da, deswegen bei mir nur die 3. Aber wie gesagt, ich habe es gesagt, die ersten 3 für mich komplett austauschbar. Unsere 3 war ja Luka Modric und ich glaube, also noch letzte Saison gesehen, mit was für einem Oldman-Game, der die Champions League dominiert hat. Also sowohl gegen PSG als auch gegen Chelsea ist er absolut überragend gewesen. In diesen Spielen hat er wirklich vermeintlich Weltklasse-Teams eingeschult im Mittelfeld, anderen Spielern wirklich gezeigt, was der Maßstab ist noch in diesem Alter. Ist ja auch der Spieler tatsächlich, der die Ecke getreten hat zum 1:1 in La Decima. Also wer den Kopf dran gehalten hat, können wir gleich noch drüber reden. Aber die Ecke getreten hat Luka Modric und auch der hat eine Einsatzquote, die über die Zeit, die er bei Real ist, einfach der Wahnsinn ist. In welcher Konstanz der einfach immer da gewesen ist und geliefert hat. Ja, also ich glaube, über Luka Modric, da müssen wir uns überhaupt nicht streiten, weil Krüger hat ihn ja sogar noch höher. Demnach, und wenn es darum geht, wer hat denn den Fußball von Real Madrid maßgeblichst mitgeprägt, da habe ich persönlich dann auch Modric vor Ramos. Und I believe in culture. Ne? Ich glaube, Modric ist auch das, was man, glaube ich, so als stillen Anführer bezeichnen würde. Ich glaube, man darf. Ich weiß gar nicht, ob der so still ist. Aber er taucht außen. Ist niemand, der so ein Scoring-Output hat, wie jetzt andere. Genau. Aber er wirkt auch nach außen nicht so forscht und nicht so wie jemand, der jetzt irgendwie wie so ein Dampfplauderer daherkommt. Aber ich glaube auch, wenn man sieht, in welche Höhen er auch die kroatische Nationalmannschaft getragen hat, ich glaube, dass er auch als Führungspersönlichkeit nicht unterschätzt werden sollte. Ja. Ich sag dann später noch einen Satz zu ihm. Warum? Du hast es nämlich gerade schon gesagt. Sportlich. Aber wir sind doch jetzt bei der 2 angekommen. Und ich vermute. Nein. Okay. Das ist nicht meine Nummer 2. Dann haben wir alle dieselbe Nummer 2. Dann haben wir alle dieselbe Nummer 2, nämlich Cristiano Ronaldo. Ja. Klar. Nope.
Nee. Und ich wusste, dass es euch schockieren wird, aber Sergio Ramos ist meine Nummer zwei. Und die Argumente ich habe keine Argumente gegen Sergio Ramos an der 1, aber meine Nummer 1 hat zu viele Argumente dafür. Und diese Argumente sind unter anderem halt 580 Scorer in 450 Spielen. Und ich bin einfach nicht darüber hinweggekommen, zu sagen, ohne den, die können alle da sein, ohne den gibt es kein La Decima und ohne den gibt es vor allem nicht den Dreier, den Hattrick danach. Meine 2 ist Sergio Ramos. Und wenn du mich fragst, wer ist als Person wichtiger gewesen für Real Madrid, dann ist er meine Nummer 1, aber meine Nummer 2 ist Sergio Ramos. Ja. Dann ist unsere Nummer 2 Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ich finde, er ist halt mit Abstand der individuell beste Spieler gewesen in den letzten 10 Jahren, aber nicht der wichtigste, weil auch hier lässt mich dieses Gefühl nicht los. Ja, natürlich war der unglaublich einflussreich und du hast gesagt, wie viele Torbeteiligungen. Das ist komplett absurd, was der da gemacht hat. Die Jahre. Übrigens zum Teil auch noch in natürlich vor La Decima. Ja, aber wenn wir darüber reden, die letzten 10 Jahre, fällt es mir halt sehr, sehr schwer, einen Spieler an 1 zu setzen, der die letzten wie viele Jahre schon nicht mehr da ist und sie trotzdem übermaßen erfolgreich waren. 4 Jahre ist er jetzt weg. Nach 18, ne? Ja, 4 Jahre ist er. Das ist halt fast die Hälfte von 10 Jahren. Ja. Und sie sind trotzdem übermaßen erfolgreich gewesen, auch ohne ihn. Ja, das Real Madrid ist jetzt ein anderes und es ist vielleicht, man musste das irgendwie über die Gruppe auffangen. Es musste auf mehrere Schultern verteilt werden. Trotzdem ist er für mich nicht der wichtigste Spieler in den letzten 10 Jahren. Also Cristiano Ronaldo ist für mich die eine Seite der Medaille von den 2 wichtigsten Persönlichkeiten. Die andere ist eben Sergio Ramos, den ich auf die 1 gesetzt habe. Ich glaube, beide bedingen sich so ein bisschen gegenseitig oder vor allem noch mehr, glaube ich, Sergio Ramos war wichtig als Autorität und als Gegenpol zu Cristiano Ronaldo, als jemand, der die Ausstrahlung hat und die Größe im Verein hat, um dieses Super-Ego auch so ein bisschen unter 100%. Kontrolle zu halten und einzufangen. Ich glaube immer noch, dass PSG ein Teil der Verpflichtung war, die Hoffnung, dass er bei Paris genau dasselbe macht. Ja. Und natürlich ist es nicht möglich. Du kannst nicht sowas Plug and Play irgendwo reinstecken. Das heißt, wir gehen hier tatsächlich rein und haben alle 3 eine unterschiedliche Nummer 1. Aber lustigerweise, alles 3 Spieler, die wir alle in den Top 3 haben. Und wir haben dieselben 5 Namen. Stimmt, ja. Gareth Bale hat keiner mit dabei. Ja, Gareth Bale keiner mit dabei. Der sehr wichtige Tore geschossen hat. Überlegt, ob ich einen Weg dafür finde. Ich habe auch Marcelo nochmal angeschaut. Ja, Marcelo wäre ein Liebespick gewesen von mir, aber Keiner, also das ist für mich der Casemiro. Auch wichtig. Auch derjenige, der so am schlechtesten wegkommt, immer in der Wahrnehmung. Ich finde, Bale hätte halt den Case gehabt mit den entscheidenden Toren in den entscheidenden Spielen, in den Big Game Moments. Ja. Aber ich finde, wenn wir uns die Leute angucken, die haben alle Big Game Moments gehabt. Alle, die hier drin sind. Bedeutet das, wir haben jetzt noch unsere 1 offen. Dann gehen wir die nochmal protokollweise durch. Ich entscheide mich für Cristiano Ronaldo. Ich für Sergio Ramos und ich finde, er ist ja auch derjenige, also er hat ja wortwörtlich La Decima gestartet im Prinzip. Also ohne seine Rübe in der Nachspielzeit gegen Atletico. Ja, passiert da nichts. Passiert das nicht und das ist auch für mich der Dominostein, der dann auch die nächsten Jahre ins Rollen bringt. Und wie gesagt, du hast es ja auch schon gesagt, Sergio Ramos hat Real Madrid personifiziert in einer Art und Weise, wie man es nicht besser hätte machen können eigentlich. Also wie gesagt, einer der größten Anführer, Kapitäne, die der Fußball jemals gesehen hat und deswegen für mich meine Nummer 1. Ich habe Luka Modric an der 1, weil ich einfach der Meinung bin, dass seine sportliche Relevanz über allem steht. Er noch ein Spieler ist, der immer noch da ist, der nicht gegangen ist und sie eben trotzdem weiterhin erfolgreich sind, der dann auch letztes Jahr enorm wichtig war, auch in einem hohen Alter. Der hat auch jetzt schon fast 500 Pflichtspiele für Real gemacht. Und mein Bauchgefühl sagt mir, Ronaldo ist gegangen, Ramos ist gegangen, sie gewinnen trotzdem die Champions League. Ich glaube, wenn Modric geht, könnte es so 1, 2, 3 Jahre mit weniger bis gar keinen Titeln geben bei Real Madrid, dass sie so einen leichten Dämpfer bekommen, was das angeht. Im Zweifel ist Modric sogar von uns, die seit Jahren mit ihm beschäftigen, noch ein ganz bisschen underrated. Wenn mir das jemand nach seiner Karriere erzählen wird, dann kann es sein, dass ich sage, ja, hast vielleicht recht. Er ist immerhin der einzige von denen, außer Ronaldo, der den Ballon d'Or gewonnen hat. Also, er wurde schon mal da properly rated zumindest von den Journalisten. Jerum Larum, das waren sie, unsere 5 wichtigsten Real Madrid-Spieler der letzten 10 Jahre, jeweils persönlich von uns gerankt.